Bürger daran erinnern, dass Freitag Kang-Tag ist. Was soll das heißen? Es ist nicht Freitag. Willkommen zurück, ihr Jäger des pinken Steins. Oh, er kann grausam und wankelmütig sein. Und mein Kumpel Howard die Ente kann davon sicherlich ein Liedchen singen. Er kriegt einfach keine Liebe von seinen Mitmenschen, trotz all seiner weltrettenden Heldentaten. Ich meine, darum geht's ihm zwar nicht. Aber ein gelegentliches Schulterklopfen wäre nett. Was Howard wirklich braucht, damit die Leute über ihn reden, wäre ein krasses, immersives, genredefinierendes Massive Multiplayer Online-Videospiel mit seinem Schnabel auf dem Cover! Und wie es der Zufall will, findet gerade eine Spiele-Convention am anderen Ende des Parks statt. Genau der richtige Ort, um einen Howard-Multiplattform-Titel zu pitchen. Ein kleines Problem. Die All-Area-Access-Pässe für die Convention sind ausverkauft, Alter. Also setz deinen Quack-Fu-Erfindungsreichtum ein, um die Schlangen zu umgehen und deine Spieleidee zu präsentieren. Der Typ daneben Howard scheint helfen zu wollen. Wer ist das? Ich check das mal. Vorbushman? Nicht mal ich kenne diesen Typen. Ich frage mich, ob er auch auf ein eigenes Spiel aus ist. Das könnte schon schwieriger werden. Aber was weiß ich schon. Wenn er Howard helfen kann, dann ist das schon in Ordnung. Hallo Manhattan, willkommen im Timely Comics Hauptquartier, dem Ort, an dem ihr alles bekommt, was es von Timely gibt. Kommt einfach rein und genießt, Leute. Das ist ChronoCon. Ausverkauft. Na, das ist ja super. Ich wusste, wir hätten nicht bei der Frittenbude anhalten sollen. Jetzt kommen wir nie rein. Hey, Howard, warum denken wir uns nicht einfach ein Ablenkungsmanöver aus? Du weißt schon, damit wir uns ohne Eintrittskarten reinschmuggeln können. Nee, das würde niemals klappen. Warte, ich hab's. Ich denke mir ein Ablenkungsmanöver aus, damit wir uns ohne Eintrittskarten reinschmuggeln können. Warum ist mir das nicht gleich eingefallen? Hey, genau das habe ich doch gerade... Sei still, sonst fliegen wir auf. Und jetzt setzen wir meinen genialen Plan in die Tat um. Kaum zu glauben. Aber auch ich habe gelegentlich meine Grenzen. Leute, ich meine, ich bitte um eure Aufmerksamkeit, Convention-Besucher oder so. An der Hauptkasse, ein Stockwerk tiefer, ist eine begrenzte Anzahl Tickets für ein Treffen mit Tony Stark erhältlich.
macht das Selfie eurer Träume mit Iron Man. Milliardär, Superstar, bla bla bla. Beeilt euch! Na, sieh sich das einer an. Keine Sorge, all ihr wunderbaren, treuen Leute, die immer noch hier sind. Wir haben so viele andere großartige Gäste für euch. Wer braucht schon Iron Man, wenn wir ihn haben? Den Schocker! Also, kommt herein und trefft eure Helden. Holt euch Autogramme, macht ein paar Selfies und teilt sie online. Die Welt soll ganz genau wissen, wie cool ihr seid. Bla, bla, bla. Oh je. Hoffentlich war das nicht teuer. Nee, das war schon kaputt, als ich hergekommen bin. Also das nenne ich mal ein Upgrade. Hol doch Iron Man. Mann, dieser Anzug ist ganz okay. Natürlich kein Mark 17, aber er gefällt mir sehr. Bushman. Kennt jemand seine geheime Identität? Antworten bitte per Postkarte oder über eine weniger antiquierte Social-Media-Plattform. Los! Sieht total lebensecht aus, wie er so an die Scheibe klopft und Hilfe herbeiwinkt. Was für ein Haufen Müll! Wer bezahlt denn bitte Eintritt dafür, einen hochstilisierten Ofenhandschuh zu betrachten? Das klang zerstörerisch! Ich schätze, der Handschuh ist eine Fantastillion Dollar wert! Vertraut mir, ich bin gut in Mathe! Ich brauche Hilfe! Superhilfe! Befürchtet noch jemand, dass Howard die Ente und Vorbuschmann die Bude auf den Kopf stellen? Kommt das denn niemandem komisch vor? Nur mir? Na gut. Technische Probleme. Boah, dreht den zurück, Leute. Und Super Greenskin Smash Crow Brothers ist Geschichte. Operation Cap Wolf ist ein Ex-Spiel. Und verabschiedet euch von Luke, Cages, Barsch, Fischen. Für mein Hallo, Leute. Seht euch dieses brandneue Videospiel mit meiner Wenigkeit an. Erhältlich in allen guten Geschäften in Chronopolis. Und auch in ein paar schlechten.
Spiel ist cool. Der zurückgezogen lebende, nicht ausreichend gewürdigte Howard die Ente, meine Damen und Herren. Komm her, Howie, dreh eine Ehrenrunde. Ja, Leute, es ist wirklich so einfach, ein Spiel herstellen zu lassen. Sofern man als Ente in einer Stadt ist, die in der Zeit gefangen ist. Sicher, sie sehen jetzt alle zufrieden aus. Aber was ist, wenn sie das Spiel durchhaben? Was dann? Hat das Spiel irgendwelche Super-Bonus-Steinsammel-Bonus-Abenteuer? Nein! Du brauchst ganz schnell ein Day-One-Patch, mein Freund. Der alte Topfkopf darf aber nichts erfahren. Der kommt mit der echten Realität nicht klar. Ganz zu schweigen von der virtuellen. Was sag ich da? In Howards Spiel ist Howard drin. Sonst braucht es nichts. Gebt mir eins! Lasst mich durch!